Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie Häufungspunkt einer Folge Konvergenz in einem Punkt von einer Funktion und Stetigkeit in einem Punkt von einer Funktion zusammenhängen. Dabei muss man aufpassen, wie die Wörter definiert sind, deswegen gehe ich einfach mal die Definition so durch, wie sie in meinem Skript stehen. Ihr könnt das ja abgleichen, ob die Definitionen übereinstimmen, dann wisst ihr, ob das ungefähr stimmt, was ich hier sage oder nicht, in Bezug auf das, was in eurem Skript steht. So, wir fangen einfach mal an mit dem Häufungspunkt. Hier steht das. Das soll uns gar nicht mal interessieren, ihr könnt es euch gerne angucken. Was ist ein Häufungspunkt? Wir sagen einfach, wir haben hier irgendwie so eine Zahlenstrahl und da ist unsere 2. Und jetzt können wir auf diesem Zahlenstrahl können wir jetzt eine Folge bilden. Ich mache hier mal so Hückeldinger rein. Und diese Folge geht langsam auf die 2 zu. Das heißt irgendwie sowas. So, in der Form kennt man das ja. Das heißt, irgendwas geht hier auf die 2 zu. Wichtig ist an dieser Stelle, es darf nicht die 2 selber enthalten. Das ist der Unterschied zum Lim. Deswegen machen wir den schnell wieder weg. Diese Folge, die ich hier reinschreibe, darf nicht die 2 selber enthalten. Hier oben steht es in dieser Form drin. Das heißt, das ist irgendeine Menge, jetzt bei uns zum Beispiel die reellen Zahlen, es geht auf die 2 zu, darf die 2 aber nicht enthalten. Wenn ich so eine Folge bilden kann, dann ist dieser Punkt ein Häufungspunkt. Und wenn wir jetzt auf dem Zahlenstrahl gucken, hier gibt es zum Beispiel noch die 3 in den reellen Zahlen, dann kann ich genauso gut eine Folge haben, die auf die 3 zugeht. Es muss nicht die einzigste sein und es muss nicht heißen, dass es keine anderen gibt. Das sind zwei unterschiedliche Aussagen. Was ich damit sagen will, mach's mal weg hier. Es kann ja auch noch was geben, was von hier nach da geht. So. Und jetzt kann es aber auch sein, ich kann ja in diesem, auf den reellen Zahlen kann ich auch eine Folge bilden, die einfach nur aus Zweien besteht. Die konvergiert auch auf die 2, die ist aber kein Häufungspunkt. Also, Entschuldigung, das war gefährlich jetzt. Es ist so, mit dieser Folge kann ich keinen Häufungspunkt argumentieren, weil dann ist ja das, worauf ich zugehe, ist ja das, was gar nicht in der Menge sein darf. Also die Zweier, die darf ich gar nicht benutzen, damit es auf die 2 zugehen soll. Aber weil es eben noch diese anderen hier gibt, es muss nur mindestens eine geben, ist eben die 2 ein Häufungspunkt. So, dann gehen wir mal zur Konvergenz. Ich male das von eben kurz nach. So, was heißt jetzt konvergent? Hier steht ein bisschen was, wir übersehen mal kurz hier, dass das für jede Folge geht. Wir überlegen uns, wir hatten jetzt eben diese Folge hier. Konvergent heißt einfach nur, dass, wenn ich jetzt eine Funktion habe, wo ich irgendwas reintue, nämlich irgendwas heißt diese Werte, also jeden einzelnen immer da reintue, dann bedeutet das, dass ich, wenn ich das alles in die Funktion reintue und mir dann diese Folge angucke, die da rauskommt quasi, also ich tue hier ganz viele Werte rein und es kommen ganz viele Werte raus, so, wie machen wir denn das hier so, kommen ganz viele Werte wieder raus und die müssen sich alle auf einen Punkt zusammenziehen. Man könnte auch sagen, sie sind konvergent, da wird man aber dasselbe Wort hier oben wieder benutzen. Also die gehen alle Richtung einen anderen Wert. Sagen wir, wenn f definiert ist durch x plus 1, dann würde das ja alles, wenn ich hier eine Folge reintue, die gegen 2 geht, würde das ja alles gegen 3 gehen. Zeigt also nachher alles dagegen. So, jetzt steht hier aber, was ich eben noch gesagt habe, das gilt ja für jede Folge. Das heißt, auch diese Folge, die von jetzt rechts kommt, die muss sich auch auf irgendeinen Wert zusammenziehen. Die muss auch insgesamt so immer Richtung einen Wert gehen. Wichtig ist, ich habe jetzt extra die Pfeile hier nach oben gezeichnet, die können auf den Wert x gehen und die können auf den Wert y gehen. Das hier, was von oben kommt und was von unten kommt oder was so kommt mit größeren Schritten oder was mit viel kleineren Schritten kommt, das interessiert uns alles nicht. Okay, das war die falsche Ausdrucksweise. Interessiert uns schon, aber es muss nicht auf dieselben Werte zeigen. Es ist egal, wo sie hinzeigen. Die können überall hinzeigen. Einer kann hierhin zeigen, einer kann hierhin zeigen. Wichtig ist nur, es muss sich irgendwo zusammenziehen. Wir können ja einfach mal ein praktisches Beispiel dafür machen. Das ist so ein typischer Graph, den man gerne verwendet. So, wir haben jetzt hier eine Funktion. Sagen wir, hier ist irgendein Punkt. Und von oben geht die Funktion, es soll eine Gerade sein, geht die Funktion zum Beispiel gegen plus 1 und unten geht sie gegen minus, Entschuldigung, 1 sollte dahin. Unten geht sie gegen minus 1, das heißt, wenn ich hier von unten kommen würde, dann würde sie gegen minus 1 gehen, komme ich von oben, geht sie gegen plus 1. Das heißt, in diesem Punkt könnte sie konvergent sein. Warum sage ich könnte? Weil hier steht ja für jede Folge. Das muss man natürlich dann beweisen. Also es gibt ja nicht nur diese Folge, sondern es gibt ja, wie gesagt, auch noch die mit den großen Schritten und die mit den kleinen Schritten. Die müssen alle irgendwo hinzeigen. Das heißt, es darf nicht sein, was dann am Ende, wenn ich eine Folge zum Beispiel hier, die mit den großen Schritten reintue, darf es nicht sein, dass dann das f einmal gegen dahin geht und einmal gegen dahin oder sich überhaupt nicht zusammenzieht. Das darf nicht sein. Muss also alles sich auf irgendeinen Punkt zusammenziehen oder auf irgendeinen Punkt zeigen. Oder auf irgendeinen Punkt konvergieren. Alles verschiedene Wörter, gleicher Begriff, gleiche Bedeutung. So, was heißt denn jetzt stetig? Das ist erstmal relativ losgelöst, wenn man sich das Ding hier durchliest, kommt auch nichts ein, kein Bläh. Keiner der anderen zwei Begriffe drin vor. Was heißt stetig eigentlich nur? Ganz einfach, grob hingeschrieben, das hier. So, bäh, schon wieder Formel. So, wer das nicht verstehen will, ich erkläre es kurz.
wir haben wieder unseren Zahlenstrahl. Wir haben hier wieder, ich mache es jetzt mal, mach's mal anders. Wir schreiben hier nämlich 2 hin. Und dann können wir das A nämlich auch wegmachen, dann sieht es nicht so scheiße aus. Das geht weg und das geht weg. Mit der 2 ist natürlich nur beispielhaft jetzt. Also wir haben irgendeine beliebige Folge, die nennt man meistens AN, BN, whatever N. So, das ist wieder dieses hier. Wir haben also eine beliebige Folge, die geht gegen 2. Es kann auch diese hier sein, die gegen 2 geht. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die linke an. So, und dann haben wir wieder genauso im Grunde wie eben, haben hier unsere Funktion und da tun wir jeden Wert rein. Und alle Werte kommen natürlich dann auch nachher wieder hier raus. Genauso wie wir das eben hatten. Das, was dann rauskommt, ist dann das, was oben als F2 steht. Und jetzt sagt die Stetigkeit aber, ich gehe nochmal eins zurück, nicht so wie hier, dass die alle irgendwo hin zeigen müssen, sondern dass alle, wenn ich jetzt hier eine Folge habe und ich die da rein tue, dann muss die auch hier gegen gehen. Ja, langsam haben wir zu viele Farben. Und wenn ich zu oft die gleiche. Und wenn ich größere Schritte, dann und die auch hier rein tue, dann müssen die genauso da reingehen. Oder gehe ich ganz kleine Schritte, so, und die tue ich in diese Funktion rein, dann müssen die auch wieder auf F2 gehen, also dahin. Und das ist genau das, was das hier sagt, nämlich das hier ist eben diese Formel, beziehungsweise, diese Folge, natürlich, diese Folge hier. Das AN ist die Folge und das Lim AN ist natürlich dann das Ding, das sich darauf zusammenzieht und das ist die 2, also wenn sie sich auf diese 2 zusammenzieht, dann heißt es auch, dass sich das, wenn ich diesen Teil hier oder diese Folge oder jede beliebige Folge, wenn ich die in die Funktion reintue, dann zieht sie sich eben auf dieses F2 zusammen. Boah, das ist verdammt kruggelig. So, wir können nochmal ein bisschen mehr aufräumen. So, wichtig ist dabei, hier oben, das steht jetzt so sehr unscheinbar, ist AN eine Folge. Das heißt, für jede Folge gilt das. Sie müssen alle sich auf denselben Wert zusammenziehen, das ist wichtig. So, das war aber jetzt erstmal nur relativ klein angefangen und nur so ein grober Überblick. Aber was heißt das, wenn man jetzt diese ganzen Dinger kombiniert? So, hier nochmal aufgelistet. Häufungspunkt und Konvergenz sind ja schon so ein bisschen miteinander verwoben. Stetigkeit liegt so ein bisschen an der Seite, macht aber nochmal so ein bisschen Salz in die Suppe. Eigentlich ein absolut doofer Vergleich. So, also wir wiederholen nochmal. Sagen wir, ein Punkt ist ein Häufungspunkt einer Folge. An diesem Punkt haben wir noch überhaupt keine Funktion. Wir haben erstmal nur eine Folge. Machen wir nochmal diesen Zahlenstrahl von eben. Und ein Häufungspunkt, ich mache wieder die 2, ist dann ein Häufungspunkt, wenn wir eine Folge haben, die so auf diesen Punkt zugeht, ihn dann aber nie erreicht. Und trotzdem ist der Punkt der Grenzwert. Was bedeutet das konkret? Dass eine Menge, die zum Beispiel so aussieht, so, gehen wir mal zurück, soll ja von den reellen Zahlen eine Teilmenge sein, ist das ja auch. Aber diese Menge hat keinen Häufungspunkt. Warum? Wenn ich jetzt irgendeine Folge haben wollte, die gegen 2 geht, dann bleibt mir nichts anderes übrig, im Zweifelsfall als sowas zu nehmen wie 4, 3 und dann 2. Ja, und dann wieder 2 und wieder 2, wieder 2. Und zwar unendlich viele 2en. Das heißt, die 2 muss auch in dieser Folge dabei sein. Aber darf sie ja gar nicht. So, es war viel Hin- und Hergespringe. So, das heißt, es ist unser Häufungspunkt. Und was noch wichtig an der Stelle ist, es muss nur eine so eine Folge geben. Es kann also sein, ich mach das mal wieder weg hier, das ist blöd. Also wir denken wieder an die reellen Zahlen. Es kann auch sein, auch in den reellen Zahlen kann ich ja die Folge 2, 2, 2, 2, 2 machen. Die wird auch gegen 2 konvergieren, aber die begründet mir keinen Häufungspunkt, weil der 2 ja drin vorkommt. Aber es gibt ja zum... Das war crazy. Aber es gibt ja zum Glück noch so andere wie diese hier zum Beispiel, die dann 2,5, 2,7, 2,8, 2,85, 2,8 und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine. Die also immer näher an die... Entschuldigung. Die kämen ja von oben. Ist ja egal. Und würde auch gegen die 3 gehen. Ist auch egal. Nee, ihr wisst, was ich meine. So, was sagt jetzt die Konvergenz? Boah. Die Konvergenz sagt auch nicht, wie viele es geben soll an sich. Sie sagt nur, es soll mindestens eine geben. Das heißt, wir sollen eine Folge haben, die dagegen geht, weil die Konvergenz in einem Punkt sagt, es muss ein Häufungspunkt sein. So. Und bei der Konvergenz kommt das erste Mal eine Funktion ins Spiel. Und jetzt sagt die Konvergenz, dass diese Folge hier, wenn ich die in die Funktion reintue, ich mach mal so, wenn ich die in die Funktion reintue, dann soll die irgendwo hinzeigen. Und das soll für alle Folgen gelten, die wie so eine Häufungspunktfolge sind, sag ich mal. Das heißt, wie eben schon erklärt, ich habe eine Folge zum Beispiel von der anderen Seite, die tue ich auch da rein
Und die muss auch irgendwo hin zeigen. Die kann beliebig an irgendeinen Ort zeigen. Und ich kann auch noch eine dritte haben, die auch dahin geht. Und die tue ich auch wieder da rein. Und die zeigt zum Beispiel einen dritten Ort. Sie kann natürlich auch dahin zeigen. Das heißt zusammengefasst für diese zwei Dinge, der Häufungspunkt sagt, es gibt so eine Folge, mindestens eine. Der sagt, es gibt mindestens eine Folge. Und die Konvergenz sagt, okay, egal wie viele du hast, aber für alle gilt das hier. Für alle gilt, sie müssen irgendwo hinzeigen. Sie dürfen sich nicht nachher zerstreuen. Sondern jeder muss irgendwo sich auf irgendwas zuziehen. Jeder muss einen Grenzwert haben dann, wenn ich ihn in die Funktion reintue. So, was sagt die Stetigkeit? Der Stetigkeit ist völlig egal, ob es ein Häufungspunkt oder eine Konvergenz ist oder was für eine Folge das ist. Die Stetigkeit sagt einfach nur, egal, oh, wir haben natürlich wieder hier die Funktion, egal, was für eine Folge du hast, ist mir völlig egal. Aber wenn ich sie, oh, ja, ein bisschen so, ja, so. Aber wenn ich sie in die Funktion reintue, dann zeigt sie dahin. Und egal, was diese Folge ist, alle Folgen, die es gibt, die gegen einen bestimmten Wert gehen, wenn ich diese ganzen Folgen in f reintue, dann zeigen sie alle auf dasselbe. Also auch im Grunde nochmal kurz eine Wiederholung von dem, was ich eben lange erklärt habe. So, was heißt jetzt, wenn ich einen Punkt habe, der Häufungspunkt ist, in dem Punkt die Funktion konvergent ist und stetig ist auch noch? Das bedeutet im Grunde ganz einfach gesagt, wir haben einfach nur eine Addition dieser ganzen Eigenschaften. Wichtig ist an dieser Stelle, sich diese Eigenschaften bewusst zu machen. Das heißt, wenn ich einen Punkt habe, der konvergent und stetig ist, lassen wir mal kurz den Häufungspunkt weg. Wenn der konvergent und stetig ist, dann zwinge ich quasi, sagen wir, ah, zuerst sage ich, ah, er ist konvergent, das heißt, sie können irgendwo hinzeigen. Und bei der Stetigkeit ist das quasi gezwungen dann, alles auf denselben Wert zu zeigen. Die dürfen nicht mehr überall hinzeigen, sondern müssen alle auf denselben Wert zeigen. Das ist die Konsequenz. So. Das bedeutet natürlich auch, sagen wir, wir haben einen Häufungspunkt, das heißt, wir haben mindestens eine Folge, die dahin geht, so. Und wenn ich diese Folge in meine Funktion reintue, dann ist die Funktion auch noch stetig. Das heißt natürlich auch, dass es konvergent in einem Punkt, in diesem einen Punkt ist. Warum? Weil in dem Begriff für die Stetigkeit sind alle Folgen benannt, die dahin gehen. Das heißt, auch diese hier, auch die mit den großen Höckern, auch die mit den ganz kleinen Höckern, die sind alle darin eingeschlossen. Das heißt, man könnte es sich so vorstellen, als ob die Stetigkeit eine Obereigenschaft von der Konvergenz ist. Die Konvergenz sagt ja nur, bestimmte Folgen sollen das machen und die Stetigkeit sagt noch mehr, nicht nur diese bestimmten, sondern alle, die es gibt, sollen das machen. Und nicht nur das, sondern die zeigen auch noch alle irgendwo hin. Das heißt, konvergent ist sogar übererfüllt sozusagen. Die müssen nicht irgendwo hin zeigen, sondern müssen alle auf der oder zeigen dann alle auf denselben. Das ist, wieso man sagen kann, okay, wenn du einen Häufungspunkt hast und ist das auch noch stetig, dann in der Funktion ist es auch konvergent. Andersrum kann man das natürlich nicht sagen. Achtung, aufpassen. Ich kann nicht sagen, nur weil es ein Häufungspunkt und konvergent ist, ist es stetig. Nein, geht nicht. Weil konvergent sagt ja nur, sie zeigen irgendwo hin. Das hier nämlich. Also, die können auch auf selbe zeigen, zufällig, aber müssen nicht. Können also irgendwo hin zeigen, so. Und dann ist es natürlich nicht stetig. Weil, wir haben zwei Gründe. Punkt 1, die zeigen ja hier gar nicht auf dasselbe Ding. Das müssen sie aber hier. Und Punkt 2, konvergent sagt ja nur was über bestimmte Folgen aus. Nämlich nur über die zwei nicht beinhalten. Und die Stetigkeit sagt aber, wir haben alle. Also Konvergenz in einem Punkt spielt hier zum Beispiel nicht bei, wie schreibe ich das am besten? Naja, bei so einer Folge, wenn ich hier nur die Zweier habe, habe ich ja eben schon gesagt, dann ist das hier kein Kriterium für einen Häufungspunkt und also auch kein Kriterium für eine Konvergenz. Aber für die Stetigkeit gilt, wenn ich diese Zweierfolge da rein tue, dann muss es sich auch so darauf zusammenziehen. Weil auch die Zweierfolge geht ja gegen 2. So, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Man darf es auch nicht in diese Richtung vermasseln, sozusagen. So, ein bisschen viel weggemacht vielleicht. Wenn ich jetzt Stetigkeit an einem Punkt habe, nur Stetigkeit, dann heißt das nicht, dass es automatisch konvergent oder ein Häufungspunkt ist. Da muss man aufpassen, weil ich ja eben gesagt habe, das ist ja so eine Art Oberdings für die Konvergenz. Ist es nicht genau. Weil der Stetigkeit ist es egal, was für Folgen es gibt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Menge habe, wie ich eben schon mal gezeigt habe, die nur aus 2, 3 und 4 besteht, dann kann das in der Funktion an dem Punkt 2 immer noch stetig sein. Weil er sagt ja, das hier ist auch für ihn eine valide Folge, die er für die an benutzen kann. Also die valide Folge an, so, und die kann er auch in f reintun und die zeigt auch dahin. Bisschen mathematisch heißt es ausgedrückt, so Stetigkeit, daraus folgt das nicht so. Wenn ich aber. So, genau, Punkt. Wir lassen das so stehen. Alles andere habe ich vorher schon gesagt. Und eben auch Konvergenz und Häufungspunkt, daraus folgt die Stetigkeit in einem Punkt auch nicht. Das geht nicht.
Das muss man irgendwie beweisen dann. Das folgt daraus nicht. So, das war ja viel hin und her gekritzelt. Ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt von der Erklärung her.